Oh. Ah. Oh. La, 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 la. Kann es denn wahr sein? Was zur Hölle? Ha? Gute Idee. Nee. Hätte, hätte Fahrradkette, ne? Was passiert denn hier? So, ich habe nachgeguckt, ich habe geschummelt und ich war natürlich doof. Ich war wieder doof, das war ja klar. Nein, nein, diesmal nicht, bitte. Das ist... Warte mal. Oh, das interessiert mich jetzt auch und jetzt weiß ich aber nicht mehr, wo die Brechstange war. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Ich hatte es richtig in Erinnerung. Es war irgendwo hier. Und ich bin einfach nur dran vorbeigelatscht. Das Interessante ist, das Video, was ich gesehen habe, da stand hier ein Karton. So. Hier, da. Sind die scheiß Kerzen. Ich wüsste jetzt aber gerne, wo die Brechstange war. Wo war der Keller? Hier, ne? Und derjenige wurde kaum von diesem Vieh getroffen. Hallo? Hä? Wieso? Was soll das denn jetzt? Ich hab doch die blöden Kerzen jetzt. Brauche ich noch die Locke? Was ist das? Ein Stück Kabel. Okay. Könnte ich mich hier eigentlich verstecken? Ah, okay. Locker. Hat auch immer die Tür hinter sich geschlossen, aber ich weiß nicht, ob das bringt. Wieso kann ich jetzt hier nichts machen? Hier ist noch so ein Crawl Space Ding, da wo die Katze ist. Okay, da habe ich das Dings geholt. Armer Mr. Whiskers. Ich verstehe es nicht. Warum ist denn das jetzt hier nicht? Warum geht denn das? Oh. Ah. The word of the... Was? Wer opfern Teddy? Wir haben Teddy geopfert. Das ist die Sprühfarbe, die Kerzen, den Leiter, den wir gefunden haben und die Locke von dem Haar. Ich glaube, das Vieh kommt jetzt nicht. Aber mich interessiert diese Brechstange jetzt natürlich noch. Oh. Bessers. Sarah. Das, was wir gelesen haben, das Vieh ist jetzt in Sarah. Es ist in Sarah. Ending Nummer 3. Teddy Bear, complete the ritual ending. Aber jetzt muss ich wissen, wo die Brechstange ist. So ein Scheißdreck. Ich guck nochmal kurz nach so einem Mist.
So, wo soll die Crowbar auch anders sein als in der schönen Garage? In der Garage brauche ich den Dings aus der Uhr. Den Schlüssel von der Uhr bekomme ich oben im Bad, glaube ich. Lass mich in Ruhe. Sieht aus, als hätte Sarah wieder irgendwas aus dem... Entschuldigung, wo ist mein... Ich muss gestehen, ich habe vorhin aus Versehen auf Play gedrückt, aber bin dann wieder rausgegangen. Das heißt, ich muss jetzt den Kack nochmal machen. Das ist doch nicht dein Ernst. Aber der hat doch unten gestartet. Warte mal, den Schraubenzieher haben wir hier, glaube ich, gefunden. Wieso habe ich den Schraubenzieher nicht mehr? Habe ich das Spiel jetzt durcheinander gebracht? Ach Mann. Ah, oh, nee, okay. Ging nur, warum auch immer nicht. Und die Schrauben. Ich finde es nicht schlecht. Ich habe jetzt auch nicht mehr ganz so viel Bammel. Oh mein Gott, Sarahs Mom. Hallo, öffne dich. Öffne. Grandfather's Clock Key. Ich bin schon sehr angeschlagen, muss ich sagen. Fällt mir nicht so. Garage. Ne, warte mal. Wir nehmen die Abkürzung zur Garage. Und zwar hier, glaube ich. Nee. Hier. Lauf. Lauf, habe ich gesagt. So, hier ist die Crowbar. Ich hätte gerne einen Checkpoint zwischendurch nochmal gehabt. Jetzt muss ich in den Keller. Lässt du mich in den Keller? Einfach so. Bitte. Das war doch im Keller, ne? Das ist wie ein Film nicht zu Ende gucken, auch wenn er schlecht ist. Ich muss wissen, wie es dann weitergeht und ausgeht und ich muss dann alle enden müssen. Da. Was ist hier los? Need a key. Nein, das ist dieses Ding. Ach Mann, ey. Sieht denn da, wo kommt denn das her? Oh, ich glaube, das war auch in der Garage, ne? Oh, wir haben einen feuchten Keller. Oh, das kann ich öffnen. Was ist hier hinter? Warum ist hier ein Gitter? Scheiße, soll ich erst das Ding holen oder soll ich weitergehen? Ich nehme rauf, ne? Ja, ich nehme rauf, sehr schön. Warum hat man hier alles so verbarrikadiert?
weiter. Is someone else's house? Wessen Haus ist das denn? Warte, wo kam ich denn jetzt her? Da kam ich her, okay. Da geht's eine Treppe hoch. Das steht hier. Oh, nicht schon wieder. Augen zu, bitte. Greetings and thank you for purchasing your Happy Palace. We strive to provide customers with the best deep web items. The item is MS Mistress Real AI Love Doll für 30.000 Dollar. Eine Liebespuppe für 30.000 hat da jemand gekauft. Hier war wohl eine Liebespuppe drin. Okay. Jedem das seine. Lieber eine Puppe als ein Mensch, der das nicht möchte. Hier geht's weiter. Hatten wir einen Nachbarn? Nachbarshaus. Was zum... Hilf mir? Scheiße, wenn ich mal zurück in die Scheißgarage. Ich gehe jetzt nochmal in die Kackgarage und suche, ob da dieses Ding ist. Es kann nicht sein. Ich kann das nicht so stehen lassen. Es geht einfach nicht. So, also wir gehen wieder hoch zum Bad. Lass mich in Ruhe. Hoch zum Bad, Schlüssel, zum Mutti ins Zimmer. Wenn es da noch so ein Ding gibt, dann muss ja da noch irgendwas sein. Aber wie viele Enden gibt es denn hier? Zum Mutti. Bei der Mutti gibt es den Schlüssel von Opi. Die Uhr. Die Garage. Jetzt gehen wir wieder in den Bad. Runter. Lauf. Ich glaube nämlich, dass das hier irgendwo in der Schublade war. Da! Mensch! Da. Jetzt gehen wir wieder in den Keller. Lalalala. Ich ging es doch auch noch raus, oder? Haben wir uns hier umgeguckt? Nee, hier war ich gar nicht. Vielleicht gibt es hier nicht noch irgendwas. Ich hoffe, man hört mich richtig, weil es sitzt ein bisschen anders als vorhin. Ich nicht mehr im Schneidersitz so lange sitzen kann. Gitter, 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 Gitter. Interessanter Tisch. Aber sowas würde ich auch gerne bauen, aus Backstein. Okay, Keller. So, das ist jetzt das letzte. Habe ich
die Crowbar nicht mitgenommen. Kann es denn wahr sein? Lass mich verdammt nochmal. Ich krieg's einfach nicht hin, das mal so zu machen, dass ich mehr Sichtfeld habe. Habe ich diese fucking Crowbar nicht? Nein, habe ich nicht. Ah. Kann das denn immer sein? Lass mich verdammt nochmal in Ruhe. Ich gehe jetzt durch diese fucking Tür. Gucke, was hinter der letzten Tür ist. Ah, dass er keine Treppen runterrennen kann. So. Okay, bei euch ist es rot. Ich habe so hell. Es ist pink. Bei mir sieht es aus, als würde die Telekom wohnt. Was zur Hölle? Sarahs? Was? Need Sarahs Mom's Buddy? Ich muss jetzt die Mutter holen. Lesen. Bring the bodies of my family members back and put them on the stone pedestals. As you can see, also hol die Körper meiner Familie und pack die da hier unten auf das Steinding. As you can see, there are only three pedestals. I won't be coming back. My soul must be sacrificed so the ritual can be completed. Also wie du sehen kannst, gibt es hier nur drei von diesen Steindingern da. Ich werde nicht zurückkommen. Meine Seele muss geopfert werden, damit das Ritual komplett ist. Recite the words from the Book of Necromancy. Du musst dann die Wörter aus dem Necromantium da sagen. Being will appear, complete its task. Thank you and good luck. Ken. Wer ist Ken? Wer ist Ken? Der Bruder hieß doch nicht Ken. Ja, nein. Okay. Ich dachte, ich sehe jetzt eine Sequenz und dann ist es vorbei. Kannst du bitte? Hm? Hä? Geh ich halt die andere Seite hoch. Okay, das geht. Dachte schon. Geh bitte. Und ich bin schon so blutig. Oh nein, ey. Die Mutti, ja? Mensch, Mensch, Mensch. Nee, ich krieche nicht. Ich gehe, okay. Okay. Kann ich auch Papi holen, wenn ich schon mal hier bin? Weil der ist gerade hier. Geht das auch? Nee. Ich soll Mutti holen. Okay. Na, der steht doch bestimmt wieder da oben. Ich warne nur schon mal vor, wenn ich jetzt drauf gehen sollte, weil ich glaube, es fehlt nur noch ein Schlag. Dann seht es ja in der nächsten Folge. Oder ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze schneide, aber dann habe ich keine Lust mehr. Für heute. Für jetzt gerade. Mutti. Mutti, ist die Treppe hoch. Wo ist die Treppe hoch? Hier ist die Treppe hoch. Vielleicht darf ich einfach nicht rennen. Obermutti, Eber. Hä? So, nee. Eber Klo, dann brauchen wir hier Mutti. Da ist Mutti. Hä? Da stand doch wohl Moms Body. Jetzt doof? Hallo.
verstehe es nicht. Aber ist denn Ken? Ist Ken nicht, ist das nicht deine Mutter Ken? Oder reden wir von Sarah? Nee, da stand das Sarahs Mom, oder? Ha? Können wir nochmal zu Sarah gehen? Ist ein Schrank. Er ist eine Lampe. Okay. Pick up. Wieso musste ich denn jetzt Sarah mitnehmen? Take body to altar. Hat Sarah ein Kind gekriegt? Was Ken heißt? Kann ich meinen Kaffee kurz mit einer Hand trinken? Bitte nicht angreifen. Diese Story ist so verworren, ne? Kann ich auch runterspringen? Nein, es wäre viel einfacher. Ach so, weil hier kommt Sarahs Mom hin. Okay. Und hier kommt Henry. Was brauche ich hierfür? Alter Verwalter, ey. Jetzt die Mutter und dann den Bruder. Weil er war da, ist er eh. Ach so, warte mal. Dann ist der Vater wahrscheinlich Ken. Also könnte sein. Okay, jetzt die Mutti. Lass mich bitte hier die Treppe hochgehen. Gut, vielen Dank. Mutti, nee. Okay. Ich muss mich fertig machen zur Arbeit. Ich kann nicht mehr weiterspielen, auch wenn ich noch Bock hätte. Ich will das unbedingt wissen. Aber ich habe jetzt keinen Nerv mehr. So lange kann ich auch nicht mehr mit tun, nämlich immer noch der Arm weh. Ja. Menü. So. Ich setze die Aufnahme an einem anderen Tag fort. Mal sehen, wie ich es schneide. Sag schon mal tschüss. So, hi. Für mich ist ein neuer Tag, eine neue Aufnahme. Es gibt ein Checkpoint. Ich muss da bestimmt erstmal hin, um zu wissen, was ich tun muss. Hier steht Search a way to survive. Was ist mit meinem Mikro? Ist das in Ordnung? Ja, ich glaube, ihr hört mich, ne? Ist der Magenta-Schrein? Read. Bring mir die Körper, bla bla. Complete this task. Thank you. Got pick up. Reicht das jetzt schon? Stand da vorher nicht. Nee, das stand da oben nicht, ne? Ist ein Tag später. Ich kann mir einfach nichts merken. So. Wäre ich beim ersten Run da durchgegangen, ne? Ja, hätte Fahrradkette, ne? Oh, ist das. Moment, es ist zu dunkel. Die Windows-Taste DCCW. Das hat mir ganz am Anfang die Peri beigebracht und ich weiß es immer noch.
Das ist einfach super. So, ist das hell genug? Noch ein bisschen. So. So, als erstes Sarah. Ja, ich habe die Taschenlampe an und sieht aber nichts. Wie soll ich das denn tun? Ein Tisch. Lass mich in Ruhe. Lass mich, lass mich, lass mich. Ist gut, er hat mich nicht gekriegt. Er hat mich nicht gekriegt. Oh mein Gott, Sarah. Pickup Buddy. Sehr schön. So, gibt es eine Abkürzung zum Keller? Nicht so, ne? Wo ist er denn jetzt? Ist er bestimmt noch irgendwo hier. Irgendwie sehen die Farben anders aus, habe ich das Gefühl. Aber ich glaube, hier unten kann er wenigstens nicht sein. Na, ruckel, ruckel, ruckel. Da, 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 da. Ich weiß nicht, ich habe einen Ohrwurm von so einem Disney-Lied, ne? So, Sarah. Von nicht High School Musical. Hallo. Ach nee, jetzt muss ich. Camp Rock. Ja, ich höre auch sowas. Ich höre alles. Könntest du jetzt bitte, danke. Ich glaube, es heißt You're My Favorite Song. Es ist voll schön. Das kann man im Auto gut mitsingen. Nicht, dass es bei mir im Auto laufen würde. So. Recover other bodies. So, jetzt brauchen wir Mutti. Oder können wir auch Pudi zuerst machen? Nee, hier. Es ist immer noch so verdammt dunkel. Ja. Ist er jetzt eine Steckdose oder? Nee, ist er das da? Ich bin nicht da. Ist er jetzt eigentlich da unten, ne? Okay, wir gucken erstmal, ob wir Brudi machen können. Oh mein Gott, schon. Ja, können wir. Kommt er jetzt wieder uns hier entgegen? Ist er noch da? Ist noch da? Okay, weiter zurück. Halt einen schönen Abstand. Ist er gar nicht hier? Da. Ich bin gespannt. Wir brauchen jetzt nur noch Mutti. Na gut. Sicht ist jetzt nicht mehr so richtig da, weil er war ja im Monitor. Sarah ist noch da. Geh. Komm schon. Wehe, das funktioniert irgendwie nicht, weil er an irgendeiner blöden Stufe ganz zum Schluss hängen bleibt oder so. Dann werde ich aber sauer.
Ich hatte ja schon Sorge bei dem Ritual mit den Kerzen, warum das auf einmal nicht klickbar war und dann doch. Oder dass er irgendwann hier direkt vorspawnt und ich nicht mehr wegkomme. Aber man kann ja irgendwie an ihm vorbeirennen. Da ist er immer noch. Okay. Das ist eine gute Position, denke ich. Hoffentlich bleibt er da. Auf zu Mutti. War er am... Okay. Er war am Anfang dieses Bild. Oder? Weil das würde Sinn ergeben, weil... Nee, das war falsch. Weil wir am Anfang... gesagt haben, das Bild ist irgendwie komisch. Mutti? Ja? Okay. Wieso ist die Tür nicht auf? Also nach so lange Spielen kann ich mir tatsächlich auch mal den Weg merken. So, Endspurt. Ich bin gespannt. Oder muss ich noch irgendeinen Kack einsammeln? Ich bin beeindruckt, du könntest mich herbeibeschwören. Die meisten wollen dieses Opfer nicht bringen. You kill the Emulator. Ich werde dir helfen, den Emulator zu killen. Was? Im Garten, in der Tür. Step the Emulator Queen. The Queen's entire brood to die. Talk human. Farewell. Oh, okay, ich dachte schon, das wäre irgendwie im übertragenen Sinne gemeint. Es ging ein bisschen flott. Ich soll eine Tür im Garten finden? Geh die Treppe hoch. Ich dachte, es kommt jetzt eine Endsequenz. Mein Gott, was ist denn heute schon wieder los? Finde die versteckte Tür. Ob er noch da hängt, wo er hing? Er hängt noch da. Hätte das mal von Anfang an versuchen sollen, ihn einfach in irgendeine Ecke zu locken, obwohl man musste ja am Anfang überall hin. Ne? Ist hier rechts die Backdoor? Alter! Die? Go through? Bin ich durch? Was passiert denn hier? Warum sieht die so ekelhaft aus? Kill the Queen. Oh. War er nicht die Queen? Das sieht aus wie in der Rutsche, wie so ein Schlund. Rutsche ich hier? Nee. Ist das Mandeln? Oh, ich rutsche doch ein bisschen. Ich höre da was. Kill the Queen, ich habe Angst. Hab ich... Taschenlampe aus, Taschenlampe an. Ja, okay. Was ist
mit diesen Taschenlampen spielen, ne? I. I. Hallo. Okay, sie sind nicht mehr besessen, aber sie waren tot. Aber da sitzt jemand am Boden. Was sitzt da auf dem Boden? Ja, aber Papi hat es nicht geschafft, ne? Und eine Woche später hat Sarah mit uns Schluss gemacht. Und danach ist die Familie einen Monat später weggezogen. Man hat nie wieder was gehört. Und dann ist der Vater ist da begraben und manchmal besuchen wir ihn. Ich wünschte, die Dinge wären anders gelaufen. Oh. Ich hoffe, ich habe jetzt alle möglichen Enden. Wenn nicht, schreibt es mir. Ich lasse das Spiel noch installiert. Und ja. Aber ich denke, das war es jetzt endlich. Mein Gott. So, jetzt muss ich gucken, wie ich die ganzen einzelnen Folgen Schnipse aneinander bastel und wie viele Folgen es für euch gibt. Ah, okay. Wenn ihr bis hier zugeschaut habt, vielen Dank. Auch wenn ihr weniger zugeschaut habt, vielen Dank, dass ihr überhaupt zuschaut. Ich habe auch gesehen, dass meine Abonnentenzahl hochgegangen ist. Ich finde es faszinierend, dass es doch Menschen gibt, die das interessiert, was ich hier tue. Also dafür Dankeschön. Dann sage ich jetzt mal bis zum nächsten Mal. Tschüss.